Ja, vielen, vielen Dank, Angela. Vielen Dank auch für die Einladung an diesen wirklich wunderschönen Ort. Damit meine ich nicht nur Lübeck, das gilt ja ohnehin, aber auch dieses fantastische Museum, bei dem ich meine große Schande heute zum ersten Mal tatsächlich nach 5 Jahren Existenz dieses Museums gewesen bin. Und es hat mich doch sehr beeindruckt und ich freue mich sehr, in diesem Rahmen hier ein mir altbekanntes Thema vorstellen zu können, Ihnen allen hoffentlich nicht so altbekannt. Es geht also um die Sklavenkassen, eine doch sehr, sehr faszinierende Eigenheit, die sich hier in eben den 2 Kernstädten der Hanse nicht umsonst gerade in diesen Hansestädten gebildet hat, die dann später auch etwas diffundiert sind. Und ich beginne meine Vorträge zu diesem Thema immer sehr gerne mit diesem Bild, weil es so absurd ist, weil es ein Trinitarier Pater, einen Katholischen zeigt, der offenbar einem algerischen Korsar hier die Gefangenen freikauft. Im Hintergrund sehen Sie einige Hinrichtungs- und Folterszenen, so stellt man sich Algier also im 17. Jahrhundert vor. Aber es ist eben ein deutscher Titel, der Schauplatz barbarischer Sklaverei. Wie kommt es also, dass das wurde übrigens in Altona im späten 17. Jahrhundert gedruckt, dieser Schauplatz barbarischer Sklaverei. Wie kommt es zu diesem Titelkupfer, zu diesem sehr, sehr bizarren, zu dieser Komposition ausgerechnet hier im lutherischen Norddeutschland? Und dieses Bild bereits hat, wenn Sie so wollen, eine eigentümliche Geschichte, in der sich die Verwobenheit des Themas und der ganzen Schwierigkeiten dieser Sklavenkassen bereits eigentlich andeutet und zeigt. Es basiert nämlich auf einem Vorgängermotiv, das in den Niederlanden gedruckt wurde. Sie sehen also weitgehend identisch, allerdings das hintere Panorama ist reduziert. Die Historie von Barbarien in des Seeuropas, das wurde tatsächlich kopiert, aber eben hinten erweitert. Und das wiederum basiert tatsächlich auf einem katholischen Druck der Mitte des 17. Jahrhunderts, der nun wieder deutlich anders ist, aber das ist tatsächlich ein Buch, das wurde von einem Trinitarier Mönch verfasst und sollte quasi die Taten der Trinitarier verherrlichen. Da macht es natürlich Sinn, dass wir also hier den Trinitarier Mönch haben, der hier die Gefangenen freikauft. Aber diese Adaption von einem eben katholischen Stich hin in den hanseatischen Raum, bei dem dann doch diese zentrale Aussage, der Held ist der katholische Pater, gewahrt wird, ist doch sehr, sehr eigentümlich. Und eigentümlich sind auch also die Sklavenkassen, die ganz, ganz stark genau das Business betrieben, das eben dieser Herr hier betrieben hat. Geld gegen Gefangene, nachdem sie vorher hier gemacht wurden, die Gefangenen, und in diesem Fall die hanseatischen, die niederdeutschen Gefangenen. In den kommenden 40 Minuten möchte ich also in 4 Gliederungspunkten mich dem Thema annähern und Sie immer weiter einführen in dieses doch sehr interessante Phänomen, sehr auch bizarre Phänomen der hanseatischen Sklavenkassen und dann auch als Besonderheit für diesen Vortrag eben mit Betonung auf der hansischen Solidarität, die ich eben nicht mit der alten Hanse enden sehe, sondern eben bei der einige Linien doch in eine spätere Zukunft reißen. Ich beginne also mit dem allgemeinen historischen Kontext, versuche also den politischen Rahmen, aber auch den wirtschaftlichen Rahmen zu erhellen, in dem Sklavenkassen Sinn machten. Dann werde ich, wenn Sie wollen, hereinzoomen auf den hansischen Gefangenenfreikauf aus Nordafrika vor der Gründung dieser Sklavenkassen. Das kann man genau datieren. 1547 haben wir den ersten so einen Fall, dass also eine Danziger Mannschaft gefangen genommen wird von Marokkanern und die Danziger versuchen, diese freizukaufen. Und 1621, wenn Sie wollen, das letzte Jahr ohne Sklavenkasse oder ohne institutionalisierte Freikaufssysteme in Nordeuropa. Dann werde ich auf diese Hamburger und Lübecker Sklavenkassen eingehen, in diesen 7 Jahren, in denen sie dann also sich verfestigten, gegründet wurden und dann schnell verfestigten und dann auch schnell unentbehrlich wurden. Und dann im 4. Punkt werde ich diese Freikaufszusammenarbeit noch einmal genauer beleuchten und ich nenne sie den Kern einer niederdeutschen Kollektensolidarität. Wir gehen zum 1. Punkt, zum allgemeinen historischen Kontext. Das hier ist eine Karte von Europa um 1700. Das sind natürlich die üblichen bekannten Grenzen. Sie ändern sich manchmal. Schlesien wird irgendwann preußisch werden. Aber was doch interessant ist, ist in diese nordafrikanischen Regentschaften. Sie sehen hier also Tunis, Sie sehen hier Algier und Sie sehen hier, was man eben Tripolis nannte, nach der Stadt, eben das, quasi die gesamte Regentschaft. Die sind so leicht lila umrandet, wie Sie sehen, quasi die Farbe des Osmanischen Reiches. Es waren, bei Marokko gilt das interessanterweise nicht. Marokko ist tatsächlich unabhängig vom Osmanischen Reich.
Es waren also Staaten, in deren Genese schon das Grundproblem eigentlich angelegt war. Diese Staaten waren entstanden in Reaktion auf das spanische Ausgreifen nach Nordafrika um ca. 1500. Also die Reconquista war abgeschlossen, 1492, und schon zuvor waren die Portugiesen nach Afrika mehrfach eingefallen und nun machen das die Spanier auch mit einer relativ intensiven Eroberungskampagne, gerade im ersten Jahrzehnt des 16. Jahrhunderts. Hier sehen Sie Oran, das im Jahre 1700 auch noch spanischer Besitz ist. Das ist, wenn Sie so wollen, ein Überbleibsel aus dieser Conquista-Phase. Nicht mehr Reconquista, sondern Conquista. Als Reaktion auf diese bedrohende Eroberung Nordafrikas durch das sehr, sehr mächtige Spanien hatten die Herrscher in Algier und Tunis hatten also das Osmanische Reich um Hilfe gebeten. Die Osmanen hatten gar nicht so viel geholfen. Sie hatten ein paar tausend Janitscharen geschickt, aber die hatten gereicht, um die Widerstandskräfte Nordafrikas zu organisieren und den spanischen Angriff weitgehend zu stoppen. Und im 16. Jahrhundert gab es also sehr harte Kämpfe zwischen der spanischen und osmanisch-nordafrikanischen Seite, die am Ende in einem Patt endeten, aber eigentlich, wenn Sie so wollen, mit einem Abwehrerfolg dieser barbaresken Regentschaften. Das Osmanische Reich konnte hier seine Herrschaft nie so richtig durchsetzen, aber es hat sie auch nie ganz verloren. Das heißt, die Janitscharen sind immer weiter gekommen, auch in den folgenden Jahrhunderten, und haben die Herrschaft hier inne gehabt. Das heißt, die sind quasi semi-autonome, semi-koloniale Staatsgebilde, die in einer Gewaltökonomie überleben können. Und diese Gewaltökonomie basiert vor allem auf welcher Tätigkeit? Auf dieser hier. Das ist also eine Zeichnung der Kaperung eines dänischen Schiffes. Sie sehen es hier. Der Wunsch des Reiches, Rigernes Önske, das 1769 durch algerische Trebeken gekapert wurde. Sie sehen hier natürlich die dänische Flagge. Was auffällt, Sie sehen hier sogenannte lateinische Segel, also diese Dreieckssegel, die keine starke, also keine Hochseeschifffahrt erlauben, aber die relativ wendige Schifffahrt in Küstengewässern erlauben. Dafür sind die ideal. Sie sehen weiterhin, ich zoome heran, sehen Sie hier einige Kanonenluken, die fehlen hier. Also das dänische Schiff war ein Handelsschiff, das einfach nicht damit gerechnet hatte, dass es hier angegriffen würde. Und Sie sehen hier also auch im Ausguck, sehen Sie die Herren mit Turban. Sie haben das also auch schon aus der Ferne erspäht und fahren nun mit ihren eben für die Navigation besonders gut geeigneten Segeln heran. Haben hier auch schon das Beiboot. Dieses wird nun hier hinfahren und wird schlicht einfach dann das Schiff besteigen. Es wird kein Schuss fallen. Die Mannschaft wird komplett in algerische Gefangenschaft übergehen und daraufhin wird ein ganz üblicher Prozess beginnen, nämlich dieses Freikaufsgeschäft. Quasi für die hier ist das da fantastisch. Man hat keinerlei Risiko oder wenig zumindest. Es könnte mal sein, dass die sich wehren, aber das ist nicht häufig der Fall. Man hat die Mannschaft und man ist sich relativ sicher, dass der dänische Staat alles in seiner Macht Stehende tun wird, um sie freizukaufen. Es ging auch anders. Ich habe hier also ein Beispiel eines Danziger Schiffes, das also im Jahre 1749 tatsächlich eine Seeschlacht mit den Algeriern durchgeführt hat, sie auch verloren hat und das Ergebnis war für die Danziger nicht viel besser, als es für die Dänen 1769 gewesen ist. Ich lese also ein bisschen vor und beginne hier. Bis den 16. Oktober, welches der unglücklichste Tag für uns war, an welchem wir das schöne Schiff verloren und in die elendste Sklaverei gerieten. Wir waren bis Kap St. Vincent avanciert, das ist also der äußerste Südwesten Portugals, hatten selbiges Ost zu Seiten von uns und waren 13 Meilen vom Lande ab, da der Anbruch des Tages uns 5 türkische Chibeken erblicken ließ, welche gleich von uns erkannt wurden. Sie waren weit in See und war fast kein Wind, kam aber durch Hilfe ihrer leichten Segel und Ruder zu uns immer näher. Und Sie sehen also, die sind ideal geeignet, um in der Flaute anzugreifen, weil sonst könnte das Danziger große Schiff schnell davon rauschen. Nächster Abschnitt. Es schien, als ob sie von hinten uns angreifen wollten, worauf in der Hütte alles weggehauen und durch die Galerei 4 auf dem halben Deck stehende Kanonen herausgebracht. Da wir nun gedachten, die Türken mit den Kanonen zu erreichen, so war kein einziger auf dem Schiff, der die allergeringste Furchtsamkeit blicken ließ, sondern jeder versicherte vor die Danziger Flagge sein Äußerstes zu wagen. Sie sehen also die Schiffe der Algerier, Türken genannt, weil eben diese janitscharische Herrschaft, diese osmanische Herrschaft ja an der Spitze weiterhin besteht. Sie greifen natürlich nicht die Breitseiten der Danziger an, sondern fahren selbstverständlich von hinten, sodass die eben nur mit 4 Kanonen sich wehren können und eben nicht mit der vollen Breitseite. Es sind in diesem Fall etwa 700 algerische Angreifer und 37 Danziger Verteidiger. Sie ahnen, wie dieses Gefecht ausgeht. Und Sie sehen ja auch hier, es ist von Algier geschrieben, dieser Brief. Also das konnte nicht gut für die Danziger enden. Wie geht's weiter? Wir taten den Türken großen Schaden, töteten ihnen über 160 Mann und machten viele Blessierte.
Dem ungeachtet gaben sie nicht nach, sondern vollführten nach einem vierstündigen Gefechte, da wir nur noch zwei Fässchen ins Pulver übrig hatten, die Enterung zugleich von mehr als 100 Mann Türken. Keiner von uns war willens, das Schiff aufzugeben, noch weniger die Flagge zu streichen, sondern vielmehr für dieselbe Leib und Leben aufzuopfern. Es sind also auch 5 Danziger gestorben und 7 schwer verletzt worden und der Rest ist in die Gefangenschaft überführt worden. Am Ende hat es ihnen also nichts gebracht und am Ende musste Danzig auch diesen Freikauf durchführen. Sie können sich vorstellen, dass so etwas eine große Ausnahme ist, dass man sich verteidigt, weil das Ergebnis doch von vornherein feststeht. 4 Rebellen mit jeweils 200 bis 300 Mann, das macht keinen Sinn, hier ernsthaft einen Kampf zu wagen. Das wurde auch in den Hansestädten immer sehr klar so gesehen und das ist einer der Hauptkritikpunkte an der Sklavenkasse als institutionalisierter Form der Freikaufsgarantie. Hier schreibt also der Herr Senator Martens, Hans Sohn, das ist ein Senator in Hamburg, der schreibt das hier im Jahre 1759. Also ich beginne hier, Hans Sohn. Über dem wünschte und der Meinung wäre, da die Versicherung dem Kommerzio und der Navigation wenig oder gar keine Nutzen schaffte, die Sklavereiversicherung, indem man denen Türken die Schiffe mit Ladung und Volk gleichsam in den Rachen jagte. Weil meines Wissens kein Schiff dahin ginge, das von behöriger Defension und sich wehren könnte, ich auch nicht glaubte, dass von den genommenen Schiffen ein Schuss geschehen wäre, derselbige gar eingehen und abgeschafft werden mögte. Die Idee also von Herrn Martens ist, diese Sklavenkasse, die quasi unseren Seeleuten garantiert, dass sie aus Algier freigekauft werden, ist ein Unding. Die verteidigen sich nicht mehr. Die sehen die türkische Kibeke, hissen die weiße Flagge und sind sich ja sicher, sie werden freigekauft. Also bitte abschaffen dieses Ding. Die sollen es machen wie die Danziger. Die hatten keine Sklavenkasse und die haben sich verteidigt. Und wenn das alle machen würden, dann wäre doch vielleicht die Seeschifffahrt eine andere. Warum haben sich die Danziger so verteidigt? Weil sie so etwas erwarteten. Das sind die Ideen, die quasi von der nordafrikanischen Gefangenschaft in Europa zirkulieren. Folterungen, und zwar der übelsten Sorte. Nicht nur Folterungen, sondern auch sehr brutale Hinrichtungsmethoden für kleinste Verfehlungen. Also die hier oder eine solche. Sie sehen, die damaligen Kupferstecher, die scheuen wenig. Oder eine solche. Oder neben solchen Hinrichtungsmethoden natürlich auch Folterungen. Hier sehen Sie also auch einige Hinrichtungen, aber auch zum Beispiel das Abschneiden der Ohren oder das Abschneiden der Nase. Das ist quasi, wenn Sie wollen, der Horrorkatalog, den man in Nordafrika erwartet. Und es ist kein Zufall, dass das von katholischen Autoren kommt, die eben im 17. Jahrhundert doch sehr, sehr stark in den Vordergrund schieben wollen, dass ihre Tätigkeit, also die Tätigkeit des Freikaufs durch Ordensangehörige der Trinitarier, dass die sehr lobenswert sei, um quasi die Christen aus dieser Hölle zu retten. So eine Bildsprache hat sich auch natürlich, wenn Sie wollen, textuell manifestiert. Und da will ich auch ein relativ eindrückliches Zitat interessanterweise aus dem Archiv der Hansestadt Lübeck vorlesen. Also diesen Druck finden Sie tatsächlich hier. Und das, wenn Sie wollen, zeigt ein wenig, wie auch Lübeck in den Bannkreis dieser katholischen Propaganda geriet, die eine Art Horrorbild oder Höllenbild Nordafrikas präsentierte, was wiederum diese Danziger dazu brachte, sich so hart zu wehren. Ich beginne hier. Dann, wann sich der Erbfeind eines christlichen Schiffs, es sei gleich der mit ihm konföderierten oder anderen Ländern bemächtigt, so ist nach Ausbeutung und Beraubung aller Güter das Erste, die armen Gefangenen, ohne Unterschied, jung oder alt, Weib oder Mannsperson, mit unaufhörlichen Schlägen zu unmöglicher Verheißung allein darum zu dringen, dass sie alsdann, wann ihnen der Verheißung halber nicht zugehalten wird, zu mehrer Tyrannei eine Ursache erfinden und fürwenden können. Zu welchem End sie dann die gedachten armen Gefangenen mit groben Stricken, hartiglich und bis auf Verletzung der Beine umfangen, mit zusammengebundenen Händen und Füßen in die Höhe hängen. Bald fangen sie an, dieselben zu geißeln, bald die Sohlen an Füßen zu spalten und bei dem Feuer zu braten. Jetzt ein gesalzenes Meerwasser in den Mund, bis das er zerspringen möchte, zu gießen. Anderen in die Nägel und Fingernadeln zu drücken, die Nasen mit Schwefelrauch einzufüllen und dann mit einem Strick voller Knöpfe die Hirnschale mit Gewalt so lang zusammenzuziehen, bis das ihm das Hirn und Augen aus dem Kopf springen möchten. Sie sehen also, die Bildsprache ist gewaltig und steht den Bildern auch in nichts nach. Dieses Horrorbild, das ist mir eine sehr wichtige Aussage von heute Abend, hat mit der Realität so gut wie gar nichts zu tun. Aus rein ökonomischen
Gesichtspunkten ist Ihnen sofort klar, dass die algerischen Korsaren, wenn sie schon sich in einer Loskaufsökonomie befinden und wissen, dass ihre Staatseinkünfte in großem Maße von dem Freikauf dieser Gefangenen abhängen, dann würden sie sie so nicht behandeln. Das ist auch in Nordeuropa relativ bald klar geworden, nachdem also einige Hamburger und Lübecker freigekauft wurden oder dieser Freikauf sich stärker institutionalisierte. Und es ist gerade eben in Hamburg und Lübeck ist ein relativ mächtiger Gegendiskurs irgendwann entstanden, der dann versuchte, diese katholischen Autoren, die so etwas präsentieren, eigentlich bei den Hörnern zu packen und zu sagen, ihr lügt wie gedruckt, also hier wirklich gedruckt. Da wurde dann also geschrieben, zum Beispiel, ich beginne hier, also sonst ist es mit Ihnen, den christlichen Sklaven in Nordafrika, weit so arg nicht, als man von Ihnen bei uns vorgibet, indem diejenigen, welche in unserem Lande schwere Arbeit tun müssen, es viel schlimmer als die Sklaven in Algier haben. Dass es manchen, der Christensklaven in Algier, recht übel ergeht, solches kommt meistenteils von ihrer heillosen Bosheit, Starrkopfe, Ungehorsam und Widerspenstigkeit her. Und es trifft es in Wahrheit ein auf die Galeeren Verbannter unter den Christen viel schlimmer als ein ruder Sklave in der Barbarei. Das ist also eine sehr, sehr dezidierte Gegenaussage, die aber, wenn man so will, immer noch nicht das Fundamentum angreift. Das ist immer noch in einem Rahmen, wo man sagt, ja, es sind immer noch Sklaven und so Leute werden immer noch entführt, die also immer noch das Unrecht schon benennt auf der Gegenseite, aber es versucht zu relativieren. Im nordeuropäischen Raum und gerade in den Hansestädten gab es irgendwann auch noch sehr, sehr fundamentalere Stimmen, die eigentlich die Kritik noch sehr viel schärfer an den katholischen Mächten Südeuropas geäußert haben. Und da ist ein sehr, sehr schönes Beispiel, also das hier von Friedrich Wichtig. Er schrieb also 1819, es darf doch wohl nicht mehr bewiesen werden, dass die Sperrung der Seehäfen unter die größten Unglücksfälle zu rechnen ist, die eine Nation treffen können. Und wäre dies auch bis in unsere Zeiten zweifelhaft geblieben, so haben doch die Folgen des von Napoleon eingeführten Kontinentalsystems jeden Schein von Zweifel vertilgen müssen, ob dieses System gleich nur wenige Jahre bestand. Ein ähnliches System haben wir, die Europäer, 3 Jahrhunderte hindurch gegen die Barbaresken wirken lassen und es auf ein unwandelbares Prinzip auf die Religion gegründet. Es wurde gegen Nationen wie Wirksamkeit gesetzt, die die freie Schifffahrt zu ihrem Wohlstand und zu ihrer Bildung mehr als andere nötig hatten. Die Nationen blieben arm, ihr Land unbebaut, unangebaut, ihr Charakter roh, ihre Einsichten beschränkt. Von all dem kommt mehr als die Hälfte der Schuld auf unsere Rechnung. Hier ist also das Modell ganz fundamental. Er sagt, die Urschuld, die hat Ferdinand der Katholische auf sich geladen, als er um 1500 den Angriff gegen die Nordafrikaner gemacht hat. Er hätte es auch sein lassen können, dann hätten wir heute friedliche Handelsbeziehungen mit ihnen, so wie man sie auch mit anderen muslimisch-islamischen Staatswesen hat. Und dann wären diese Staaten zivilisiert, friedlich und man wäre in einem guten Austausch. Stattdessen greifen die Spanier an, schaffen es nicht und in dem Moment erlassen sie ein fundamentales Embargo gegen diese nordafrikanischen Staaten, das 3 Jahrhunderte wirksam ist. Und diese 3 Jahrhunderte an Embargo verhindern jeglichen Seehandel dieser nordafrikanischen Maghreb-Staaten. Dadurch, dass sie keine Möglichkeit zum Seehandel haben, bleibt ihnen nur der Rekurs auf eine Gewalt- und Beuteökonomie. Ansonsten haben sie gar keine Überlebenschance, weil diese Staaten sind einfach von dem Boden her relativ ertragsarm und sie relativ ressourcenarm. Also eigentlich eine sehr interessante Reflexion, dass dieses Problem der Barbaresken eigentlich im Kern von den Europäern sehr, sehr bewusst geschaffen ist und dass da die katholischen Mächte Südeuropas eigentlich die Nordeuropäer mit in eine Frontlinie gezwungen haben, die zu ihnen gar nicht passt, dass sie auf einmal quasi in einer Art Konfliktzustand mit diesen nordafrikanischen Staaten standen. Das war also in Hamburg auch relativ bald sehr klar und sowas wird es dann auch, solche Kommentare finden Sie typischerweise in den Quellen, also das ist jetzt zum Beispiel der Hamburger Kommerzdeputation von 1817, wo man in den Quellen schlichtweg lesen kann, diese Raubstaaten fangen keine Kriege an, solange sie ihre Tribute pünktlich erhalten und nicht beleidigt werden. Und sie haben überhaupt weit strengere Begriffe vom Völkerrecht wie die Seevölker des zivilisierten Europa. Das ist also, wenn Sie wollen, Common Sense. Und in diesem System versuchen nun die Hanseaten ihren Platz zu finden. Und im frühen 19. Jahrhundert versuchen sie es dann vor allem durch einen Friedensvertrag mit den nordafrikanischen Staaten, früher auf andere Wege, auf die ich jetzt dann eingehen werde. Damit komme ich zum zweiten Punkt. Der hansische Gefangenfreikauf aus Nordafrika vor der Gründung der Sklavenkassen.
Der Kontext kann natürlich nur ein ökonomischer sein. Es muss irgendwie mit dem Hansischen Seehandel im Mittelmeer zu tun haben. Ab wann können wir den mehr oder minder zeitlich bestimmen? Im 15. Jahrhundert existiert er tatsächlich fast nicht. Also es gibt immer wieder einzelne Schiffe, die diesen Handel betreiben, aber als, wenn Sie wollen, als ein strukturelles System des Handels ist es ein Phänomen des 16. Jahrhunderts. Das kann man auch statistisch gar nicht so schlecht messen. Wir haben die Sundzollregister ab dem 16. Jahrhundert in relativ guter Qualität vorliegen und da können Sie schlichtweg nachschauen, also der Sundzoll, das ist da bei Helsingør, wenn die Schiffe durch diesen Sund in die Ostsee hineinfahren, müssen Sie einen Zoll entrichten und müssen da auch Angaben machen zu Ursprung und Destination. Und da können wir also sehr schnell herausfinden, beispielsweise die Danziger Schiffe. Und Sie sehen also die Anzahl an Danziger Schiffen, die hier im 16., in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts auf der Rückkehr von einem iberischen Hafen oder einem Hafen des Mittelmeers ist. Die ist also in dieser Zeit interessant, also hoch, noch nicht sehr hoch, aber sie ist schon bemerkenswert. Ich hatte es vorhin gesagt, Danzig war eine der ersten Städte, die einen relativ starken Fernhandel entwickelt hat. Das bricht dann hier ab aus einem relativ klaren Grund. Es kommt zu einer Wandlung der Handlungs- und Handelspraktiken. Der Handel wird immer stärker auf Antwerpen zentriert. Quasi es lohnt sich für die Danziger einfach kaum mehr, direkt nach Portugal zu fahren, wenn man in Antwerpen diese ganzen Güter sehr viel schneller und sehr viel günstiger bekommt. Also die Zeiten, wo man einfach mit dem Schiff losfährt und dann irgendwo in einen Hafen sich sucht und dann mehr oder minder dass sich die Pater dann im Hafendock findet und verkauft, die enden in der Mitte des 16. Jahrhunderts. Und stattdessen entsteht ein neues System, das also von Antwerpen aus der Handel koordiniert und gesteuert und eben auf Briefverkehr basiert geregelt wird, sodass eigentlich zu dem Zeitpunkt der hansische Handel ins Mittelmeer schon wieder hätte verschwinden können. Er hätte eigentlich keine große Bedeutung mehr haben können. Antwerpen ist ja die Schaltzentrale. Was aber passiert ist, es kommt zum Ausbruch des Bürgerkriegs in den Niederlanden oder eigentlich des Aufstands. Die Niederländer erheben sich gegen die spanische Herrschaft. Daraufhin brechen dort relativ harte Kämpfe auf, die dann die nächsten Jahrzehnte anhalten und eigentlich erst 1648 zum Abschluss kommen. Daraufhin fällt also Antwerpen aus und auch die Holländer können kein Ersatz sein, weil auch die in diesen Krieg impliziert werden. Also auch Amsterdam kann nicht die Rolle Antwerpens zumindest nicht sofort annehmen. Sodass daraufhin tatsächlich eine sehr starke hansische Schifffahrt nach Iberien und ins Mittelmeer beginnt, eben als Ausgleich für Antwerpen. Hier hatten wir den ersten Fall einer Kaperung eines Danziger Schiffes. Hier haben wir dann schon bedeutend mehr. Hier haben wir nochmal einen Einschnitt, der hat auch wiederum mit Gründen in der Erbfolge in Portugal zu tun. Und hier erneut ein Anstieg, als die Spanier zu einem sehr, sehr systematisierten Embargo gegen die Niederlande übergehen und damit die Niederlande versuchen, vom Welthandel abzuschnüren. In Lübeck ist das Bild ähnlich, das ist also jetzt dieselbe Statistik nur für Lübeck. Sie sehen aber, dort ist der Seehandel nach Iberien und ins Mittelmeer marginal bis eben zum Ausbruch des Aufstandes dann, aber hier haben wir hier eine ähnliche Aufstiegskurve wie im Falle Danzigs. Und in Hamburg ist das auch mehr oder minder identisch. Das Resultat ist also vorhersehbar. Wir haben jetzt auf einmal eine relativ massenhafte Schifffahrt von niederdeutschen, von hansischen Schiffen im iberischen Raum, in iberischen Gewässern und im Mittelmeer. Und wenn wir massenhaft von denen da haben, dann treffen sie auch auf die genau in der portugiesischen Küste operierenden Korsaren, auf die Barbaresken. Daraufhin kommt es also auch zu den ersten großen Gefechten. Das ist eine der besten Dokumentationen einer dieser ersten Kämpfe. Also 1584, da schreibt also hier, schreiben die Gefangenen aus Algier, wie sie in Gefangenschaft geraten sind, die Lübecker. Und sie sagen also, wir sind auf der Herreise aus Spanien von Cadiz. Hier wurden also zwei lübeckische Schiffe genommen. Es gab sieben barbarische oder türkische Galeeren. Es gab einen Kampf bis in den Abend hin. Beide Schiffe wurden aufgeschoten oder eben in den Brand geschoten, also zerstört. Und irgendwann, nachdem man sehr viele Verluste hatte, kapitulierte man mit 21 Mann. Und die Schipper wurden also erschossen danach, nach der Kapitulation wohlgemerkt. Also die Algerier waren relativ empört, dass sich hier die lübeckischen Schiffe so hart gewehrt hatten. Das waren sie nicht gewohnt von ihren typischen südeuropäischen Gegnern. Die hatten, wenn man so will, die kapitulierten typischerweise sofort, weil dort das System der Freikaufsökonomie schon stärker etabliert war. Die Lübecker waren Newcomer, kannten die Regeln, wenn man so will, noch nicht, so wie die Danziger sie 1749 auch nicht mehr kannten. Und daher kam es hier zu diesem harten Kampf. Und am Ende
versuchten natürlich in Lübeck, sobald sie diesen Brief bekamen, versuchte man diesen Freikauf durchzuführen, wusste nicht so recht, wie man das macht. Man hatte ja kaum Kontakte, also was tut man in Lübeck? Man schreibt also zunächst an den Stahlhofmeister in London und fragt ihn, könntest du irgendwas machen? Gibt es englische Kaufleute, die da unten Handel betreiben? Können wir über die vielleicht den Freikauf bewerkstelligen? Das funktioniert mehr schlecht als recht, aber immerhin, es funktioniert. Also man kriegt die meisten dieser Gefangenen tatsächlich frei. Lübeck galt damals als das große Zentrum des Freikaufs und wurde also auch von vielen deutschen Gefangenen überhaupt angeschrieben. Also das hier ist jetzt ein Brief, der sich nur in Wismar findet, wurde von deutschen Gefangenen in Nordafrika geschrieben, die teilweise auch als Söldner in portugiesischen Diensten gestanden hatten und dort in Gefangenschaft geraten waren, also auch Katholiken aus Köln waren zum Beispiel dabei. Und man schrieb, wir werden nicht gelöst, weil wir eben aus die Spanier und Portugal, die wollen unser Keiner mit lösen. Dann sie sagen, wir seien Lutheraner, von wegen, dass wir des Martinus Lehr nicht wollen verachten bei ihnen. Deshalb ist uns unser große Bitte und Begehren, Luther um Gottes Willen, an die ehrbaren und hohen wohlweisen Herren von der weltberühmten Stadt Lübeck, Lübsch schreibt er, dass sie doch wollen, diese unsere Verschreibung gründlich annehmen. Also man soll sie doch bitte freikaufen. Sie sehen also, der Rekurs zu Lübeck ist damals noch relativ stark, obwohl ja eigentlich Hamburg schon die bedeutendere Handelsstadt geworden ist. Aber da sehen Sie, wenn Sie wollen, noch so einen alten Nachklang, den Nachklang der alten Hanse, dass eben Lübeck weiterhin als mehr oder minder das Zentrum der deutschen Marinestädte galt, der deutschen Hafenstädte galt. An die schreibt man, wenn man freigekauft werden will. Wer bezahlte diese Freikäufe? Das ist in Lübeck und Hamburg in dieser Zeit noch sehr identisch. Es ist also, da haben wir hier einfach in der Quelle eine kurze Erwähnung, es ist also die Auer Olden und Olden der Schiffergesellschaft, also die Schiffergesellschaft. Und die Olden und Auer Olden, das sind die eben, wenn man so die Vorsteher, und das Armenhus. Diese Institutionen, die sind also in Lübeck und in Hamburg relativ bedeutsam, sie sind aber auch schnell überlastet. Sie sind quasi für eher so kleinere soziale Tätigkeiten des Alltags gedacht und werden von solchen hohen Geldforderungen und Anforderungen doch relativ schnell überlastet. Aber immerhin, Sie sehen, in dieser Zeit, in der es noch kein Massenphänomen ist, diese Gefangennahme von Lübeckern und Hamburgern und überhaupt hansischen Seeleuten, da reicht das hin und wieder mal aus. Was dieses Problem an seine Grenzen bringt, ist dann diese sehr, sehr starke Intensivierung der Gefangennahme von Hanseaten. Es gibt also eine Quelle von 1624 vom französischen Konsul in Algier, der also schreibt, zwischen 1613 und 1621 wurden folgende 936 Schiffe gefangen genommen oder gekapert. Es sind 447 holländische, also das ist mit weitem Abstand die größte Anzahl, dann 193 französische, aber eben auch 56 deutsche und Täuferschiffe. Schiffe der Täufer, das ist natürlich ein Unsinn. Der Konsul kennt sich einfach nicht mit den protestantischen Konfessionen aus. Er meint damit Lutheraner, also dass diese Schiffe eben von Hanseaten und damit Lutheranern quasi gelenkt und geleitet wurden. Sie sehen, das ist nicht viel weniger als diese 60 der Engländer. Man ist also, wenn man so will, noch auf einer relativ interessanten Augenhöhe. Was passiert nun? Sie sehen diese Dekade oder diese 8 Jahre. Das ist eine Zeit, in der die Niederländer im Waffenstillstand mit Spanien stehen, sodass ihre Seefahrt weltweit ungestört ist oder relativ ungestört. Was aber 1621 nun passiert ist, dass der Krieg mit Spanien erneut ausbricht und daraufhin die Spanier erneut ihr scharfes Embargo gegen die Niederländer einsetzen. Und in dem Moment haben wir denselben Effekt wie in den 1570er Jahren. Die hansische Schifffahrt springt an. Sie ist quasi Ersatzschifffahrt für die Niederländer. Das heißt, diese Masse hier an gefangenen Niederländern, die fällt in dem Moment weitgehend weg. Also die Niederländer werden in dem Kriegszustand, werden sich eher auf den Ostasienhandel konzentrieren und den Mittelmeerhandel weitgehend aufgeben. Und in dem Moment würden also sehr viele hanseatische Schiffe nun ins Mittelmeer fahren. Und dann können wir annehmen, würde das Freikaufssystem, dieses eben auf dem Armenhaus und den Schiffergesellschaften basierende, überlastet. Und genau das passiert also auch tatsächlich. Wir haben hier eine Kurve der Danziger Schifffahrt nach eben Iberien, basierend auf derselben Quelle wie vorhin.
Sie sehen, der Krieg zwischen den Niederlanden und Spanien bricht 1621 erneut aus. Wir haben einen sehr, sehr starken Anstieg, über 40 Schiffe, die dann pro Jahr aus dem Sund nach Danzig zurückfahren. Aber dann bricht das auch sofort wieder zusammen. Dasselbe finden Sie auch bei Dänemark. In dem Moment sind es nur noch zwei Städte, die diesen Handel ins Mittelmeer aufrechterhalten können, weil nur diese zwei Städte tatsächlich diese Fähigkeiten haben, die Niederlande und Amsterdam zeitweise zu ersetzen. Und das sind eben Hamburg und Lübeck. Sodass also Hamburg und Lübeck ab 1621 einen sehr, sehr, sehr massiven Handel ins Mittelmeer und nach Spanien entwickeln. Das ist auch in der Forschung bekannt. Ich will da nur ein kleines Zitat anführen von Jonathan Israel, der geschrieben, also: "From 1621 right down to 1647, Hamburg, not Amsterdam, was the pivot at which the world of Baltic commerce linked up with the Hispanic world and the mechanism of Spain's transatlantic floaters." Das heißt, wir haben ab 1621 nun diesen massenhaften Handel von nur noch Hamburg und Lübeck. Nicht mehr Danzig, nicht mehr Wismar, auch nicht Bremen. Bremen steigt, wenn Sie wollen, aus diesem zu gefährlichen Geschäft aus. Das heißt, diese massenhaften hansischen Schiffe prallten nun auf die Korsaren, die auf einmal auf den Meeren keine Holländer mehr fanden oder viel zu wenig Holländer mehr fanden. Das heißt, das Resultat musste eine ganz, ganz massive Kaperintensität sein. Und da haben wir also auch massenhaft dann Quellen. Also die Quellen verifizieren genau diese Annahme. Das ist also ein Brief von einem Hamburger Kapitän, der zurückgekommen war und daraufhin einfach von seiner Reise berichtet. Was ist mir passiert auf dieser Reise? Er sagt also, ich wurde von den Türken angegriffen, ich bin vor einem Türken gekommen und hat mit dem natürlich, hat also hinweg gemetzelt, gemetzelt wird er natürlich damit sagen. Und das war nicht der einzige, sondern es sind zwei weitere türkische Schiffe. Also nachdem man den ersten besiegt hat, fährt man weiter, wird wieder angegriffen, besiegt den wiederum, fährt wieder weiter, wird wieder angegriffen. Also Sie können sich vorstellen, die See war damals voll von massenhaft algerischen Galeeren. Er schreibt also auch, dass es die Bluthunden waren, die ihn da angegriffen haben. Diese Geschichte insbesondere ist für uns heute sehr interessant, weil ich ja hier vortrage im Rahmen einer Ausstellung, die den Namen Störtebeker in ihrem Titel hat. Und diese drei Gefangenen, die dieser hier machte, dieser Kapitän, die wurden tatsächlich eben also nach Hamburg gebracht. Und dort blühte ihnen Folgendes, wie wir aus der Chronik von Jannibal lesen, 1624. Ich beginne also hier. Bericht über die Hinrichtung gefangener türkischer Seeräuber in Hamburg, 1624, aus der Jannibal-Chronik, das ist jetzt eine Abschrift von dieser Chronik. Im Dezember auf Luzietag wurden auf dem Grasburg drei Freibeuter, so der Schiffer Tietke Schaper, am 26. November mit aufgebracht, mit dem Schwert gerichtet und die Köpfe auf Schalen gesteckt. Der eine war ein Türk, der andere ein Grieche und der dritte ein Renegat, ein Franzos von Geburt. Dieser wollte sich ganz nicht bekehren, die anderen beide aber taten ein herrlich Bekenntnis der Hechte. Auch war ein Sklave dabei, der war pardoniert und ist dies die letzte Justiz gewesen, so auf dem Grasburg gehalten wurde. Also die Hinrichtung Störtebekers auf dem Grasburg ist Ihnen hoffentlich bekannt und 1624 ist das also das letzte Mal geschehen von diesen drei algerischen Korsaren, Türken hier genannt. Und damit hat der Grasburg, wenn Sie wollen, für alle Zeit seinen Dienst getan. Und in der Hinsicht sehen Sie den Kontext dann doch. Also Störtebeker wird als Pirat wahrgenommen und die ja dann wohl auch. Auch statistisch kann man das sehr schön nachweisen. Gerade im Fall Lübeck ist die Dokumentation doch sehr, sehr gut. Also die Verluste Lübecker Schiffe an die Barbaresken ist eben 1621 explodiert natürlich. Das ist das natürliche Resultat dessen, was ich gesagt habe. In dem Moment sind diese zwei Städte, Hamburg und Lübeck, gezwungen zu reagieren. Solche Verlustquoten kann man nicht aufhalten, sonst müsste man den Handel nach Süden sofort wieder abbrechen, aber er ist zu profitabel. Wenn man nach Iberien ins Mittelmeer fährt, das sind interessante Güter, die einfach hier in Nordeuropa nachgefragt werden. Also da gibt es auch Berechnungen, dass eine einzige Reise eines Schiffes sofort zur gesamten Amortisierung der gesamten Schiffskosten geführt hat. Also es ist also so hoch profitabel, dass man das nicht aufgeben kann. Gleichzeitig ist der Kampf da unten so riskant und so intensiv, dass man irgendwas machen muss. Das Resultat ist in Hamburg die Gründung der Admiralität. Hier haben Sie also aus einem Manuskript, das im 18. Jahrhundert geschrieben wurde, quasi eine kurze Zusammenfassung der Entstehung der Admiralität. Das ist deswegen so bedeutsam für uns, weil die Originalakten weitgehend verbrannt sind, aber der Autor dieses Manuskripts hatte die Originalakten noch alle zur Verfügung. Er schreibt also: "Als aber um 1621 und 22 der Handlung nach Westen von den türkischen Korsaren immer mehr und mehr Schaden zugefügt ward, folglich hierunter nicht allein die Börse gar empfindlich leidend, sondern auch die gesamte Bürgerschaft,
wegen der in Sklaverei geratenen Leute durch Kollekten zum Öfteren beschwert werden musste, so fand sich ein löbliches Kommerzium gemüßigt zur Beschaffung seiner Sicherheit zur See und zu bequemerer Verstärkung der Schiffe mit Soldaten und Ammunition eine publike und beständige Admiralschaft zu verlangen und um deren Errichtung bei einem hochweisen Rate anno 1623 den 20. Februar mit einem unterdienstlichen Memorial einzukommen. Worin man denn zweifelsohne auf die Exempel anderer Nationen bevorab der Holländer gesehen, in deren Seegewerben dergleichen errichtete Kollegia ihren undeutbaren Nutzen bewiesen. Die Hamburger Admiralität hat dann auch bis 1810 bestanden. Sie war also eine sehr, sehr sinnhafte und sehr sinnvolle Einrichtung, die wie sehr, sehr viele Institutionen des damaligen Hamburg von den Niederländern inspiriert worden waren. Also die Bank zum Beispiel oder die Kommerzdeputation später. Da gibt es auch sehr viel der gesamten Legislation kommt aus den Niederlanden. Die Niederlande sind nun mal in der Zeit auch sehr stark das Modell. Das ist die eine Reaktion. Wenn Sie wollen, Bewaffnung, Konvoibildung, Organisation der Schifffahrt durch eine maritime, mehr oder weniger dem Konflikt sich stellende Behörde. Die andere Reaktion ist, Intensivierung des Freikaufs. Der Freikauf ist nun mal sehr stark gewünscht, das muss man jetzt irgendwie auch organisieren. Die Schiffergesellschaften und die Armenhäuser, die haben dafür nicht die finanziellen Kapazitäten. Das heißt, man verhandelt sehr stark innerhalb der Schiffergesellschaft. Was kann man machen? Eben die Oberalten und Alten der Schiffergesellschaft, die haben dann mit den Brüdern der Schifferdeputierten sich zusammengesetzt. Sie sehen, das ist ein Druck der sogenannten Stück von Achtenkasse und da wird in der Einleitung kurz erzählt, wie es zur Gründung dieser Kasse kam. Aber man konnte eben in dieser Zeit mit dem Bootsvolk nicht einig werden. Man wollte also eigentlich 1622 eine Kasse innerhalb der Schiffergesellschaft erschaffen, die durch Zwangsabgaben auf die Mitglieder der Zunftgilde den Freikauf finanziert. Das haben aber die Bootsleute abgelehnt. Die Bootsleute haben gesagt, das sehen wir nicht ein, dass wir hier sehr, sehr stark belastet werden für diese Freikäufe. Das ist doch nicht unsere Aufgabe. Und da sehen Sie auch ein bisschen schon die Idee, das Armenhaus gibt Geld und das Armenhaus ist nun mal zuständig für die gesamte Stadt. Nicht nur, wenn man so will, nicht nur finanziert durch die Seefahrer. Also dadurch, dass man seit 40 Jahren es gewohnt war, dass das Armenhaus dafür Geld gab, haben sich die Bootsleute hier nicht bereit finden können, dass auf einmal die Belastung quasi nur noch sie treffen würde. Daher ist die Stück von Achtenkasse, die also 1622 gegründet wurde, auf die Namen gehe ich jetzt nicht ein, wenn Sie sich später fragen, woher dieser Name kommt, das wurde eine reine Kasse der Seeleute, der Kapitäne und der Offiziere. Es war also, wenn Sie wollen, eine Privatversicherung. Und die funktioniert nach einem relativ schlichten Prinzip. Jeder Schiffer, der Buten-Heysand segelt, also südlich von Brest, muss man sagen, Heysand ist Ouessant in der Nähe von Brest, sowohl nach Frankreich als auch anderen Plätzen der Welt, soll bezahlen, ehe er von hier segelt, auf Stücke von Achten. Gut, ich muss jetzt die Details des Geldes nicht nennen. Quasi ist eine Abgabe, die diese Offiziere und die Kapitäne sich selbst auferlegen. Jeder, der Mitglied dieser Stück von Achtenkasse ist, muss das bezahlen, hat aber eben die Garantie, wenn sein Schiff gefangen genommen, gekapert wird, dass er, wenn er eben eingeschriebenes Mitglied ist, freigekauft wird. Aber Sie vermerken, es war eben nur für die Offiziere und die Kapitäne, die Seeleute, die einfachen Seeleute waren davon nun eben nicht abgesichert. Das heißt, genau in dieser Eskalationsphase, in der Dutzende bis Hunderte Hamburger Schiffe und Lübeckische Schiffe jetzt nach Algier entführt werden, sind eigentlich die Mannschaften relativ ungeschützt. Denen ist der Freikauf nicht garantiert. Sie sehen auch auf eigenen Wunsch hin, aber das Problem bleibt erhalten, sodass eine Lösung irgendwo gefunden werden muss. Und das ist also die Etablierung der Hamburger und Lübecker Sklavenkasse im eigentlichen Sinne. Hier haben Sie einen Druck von 1640, aus dem 17. Jahrhundert, muss ich ehrlicherweise sagen, in dem geworben wird für Spenden für den Gefangenenfreikauf. Diese Sklavenkassen waren immer auch sehr stark durch Spenden finanziert. Sie sehen diesen Kollegen hier, der eben hierher kommt, dem soll geholfen werden. Und man sagt im Spendenaufruf ganz klar, wir haben eine Sklavenordnung, wir haben die Bootsleute Sklavenordnung. Die ist publiziert und wir haben also ein System, das diese Armen, unsere Mitbrüder, freikauft. Wir müssen, also dieses System ist obrigkeitlich gestützt und gewünscht und ihr Spender spendet doch dafür.
Wir müssen uns das auch so vorstellen, dass es die Sklavenbecken vor den Kirchen gab und sie sollten getrennt sein. Es sollte klar sein, wer jetzt hier spendet, der spendet nicht für irgendetwas, sondern direkt für den Freikauf der Leute. Das heißt, du sollst im Abzeichen ein Sklavenbild in die Becken für die armen Gefangenen gesetzt werden. Und diese Sklavenbilder nun, die sind in Hamburg zumindest sehr berühmt geworden. Also wer von Ihnen hier Hamburger ist, der kennt sie auf jeden Fall, auch die Lübecker wahrscheinlich. Das ist natürlich diese hier. Im Museum für Hamburgische Geschichte sind die auch ausgestellt. Sie sehen, die Ähnlichkeit zu dem Kerl, der gerade auf dem Druck war, ist ja durchaus frappant. Also Sie können sich vorstellen, dass man ging in die Kirche oder aus der Kirche raus und sah diese Figuren und naja, schauen Sie ihnen in die Augen, können Sie dann widerstehen und dann keine Spende machen? Also wie herzlos muss man denn da sein? Spenden allein reichten aber natürlich nicht. Übrigens, das hätten Sie in der Sonderausstellung noch hier haben sollen. Also ich sehe einen Störtebeker, ist nicht ganz passend, aber es sind tolle Objekte, die es doch eigentlich, die gibt es auch wirklich eben nur in Hamburg oder nur in diesen Städten hier oben. Und sowas finden Sie eben in Portugal oder Spanien oder Italien, wo man andere Aufrufe zum Spenden hat, in dieser Form eben überhaupt nicht. Gut, es gab aber weiterhin eben eine Institutionalisierung des Freikaufs. Es wurde also die komplementäre Kasse zur Stück von Achtenkasse geschaffen, auch 1624, diese Brustdeutsche Sklavenkasse. Und das, wenn Sie wollen, ist eigentlich die tatsächliche Sklavenkasse, über die man eigentlich immer spricht. Das ist jetzt nur ein erster Entwurf, der aus dem März 1624 kommt. Der wurde später noch überarbeitet. Sie sehen, es ist ein relativ kurzer Entwurf. Und die wesentlichen Elemente sind in dem ersten Entwurf schon drin und die sind auch immer dabei geblieben, bis zum Ende dieser Sklavenkasse. Also alle Schiffe, die eben nach Westen gehen sollen, der Schiffer von jeder Last seines Schiffes zu bezahlen, schuldig sein 6 Pfennig, ist also eine Lastabgabe. Last ist einfach nichts anderes als Tonnage. Quasi desto größer das Schiff, desto mehr zahlt man, desto kleiner, desto weniger. Und eben alle Schiffe, die nach Westen segeln. Es trifft also tatsächlich jedes Schiff. Und da sehen Sie natürlich, an der Stelle haben sich die Bootsleute doch sehr klar durchgesetzt. Es soll eine Abgabe sein, die eben die Arbeitgeberseite zahlt, der Reeder zahlt und nicht sie selbst. Aber von der Heuer wird ihnen, von ihrer Ruhe, wird ihnen von jeder Mark ein Schilling Lübisch eben abgezogen. Das heißt quasi, ist auch eine Belastung, eine Abgabe auf der Entlohnung. Und dann gibt es auch alle Schiffe, die nach Osten fahren, wobei Osten in diesem Fall etwas bizarr ist, in Hamburg natürlich, also Holland, England, Frankreich, Norwegen und allen Örter, die sollen also 3 Pfennig abgeben. Also Sie sehen eine Gestaffelung nach Räumen. Desto stärker der Gefahrenraum, desto weiter wir in Richtung der Korsaren fahren, desto mehr muss also gezahlt werden. Und hier genau dann noch weitere Abgaben auf die Seeleute. So ist das auch nicht Gesetz geworden. Erst im November ist das erlassen worden, aber im Prinzip war es immer das. Es gibt eine Abgabe auf die Tonnage, eine Abgabe auf den Lohn und diese Abgabe nun finanziert diese Sklavenkasse, die den Freikauf dann je nach Kassenlage versucht durchzuführen und das über Hamburger Kaufleute versucht zu initiieren, die besonders stark in Livorno ihre Kontakte hatten und über Livorno dann auch in Nordafrika. In Lübeck hat man dieses System relativ schnell kopiert, was angesichts der Lage auch alternativlos war. Sie sehen hier einen Bericht von 1623 eines niederländischen Gesandten aus Nordafrika, der quasi an die Lübecker schreibt, was denn von ihren, mit ihren Seeleuten geschehen ist. Und Sie sehen also sehr, sehr häufig findet man, der ist dort, der ist dort, der ist dort. Oder in der See. Der See heißt, er ist jetzt Ruderer auf irgendeiner Galeere, aber dort ist das meiste, dort, das heißt natürlich immer tot. Oder in Manu cum Piratis, in Levante. Also wenn man sich das statistisch Revue passieren lässt, was hier in diesen Listen sich widerspiegelt, da sieht man wirklich sehr, sehr, sehr viele Tote und sehr, sehr viele schreckliche Schicksale. Also Lübeck leidet fürchterlich unter diesen korsaren Aktivitäten, hat aber keine Geldmittel, viel zu wenig Geldmittel, um diese freizukaufen. Und sozial verschärfend kommt hier hinzu, dass bei den Kapitänen, also Schiffer Hans Lütkens selbst, der ist frei. Oder hier Schiffer Heinrich Friese selbst, der ist frei. Und hier auch der andere Schiffer ist frei. Also die Kapitäne sind immer frei, aber die Bootsleute, die Einzelnen, die Matrosen, die sind tot. Und
Diesen niederländischen Gesandten hat man auch von Liebeck ein wenig versprochen, kauf sie auch alle frei, wir werden dir das schon erstatten. Er hat sie also auch im großen Stile freigekauft, bei weitem nicht alle, er hatte auch nur beschränkte Mittel zur Verfügung, aber er sah sich dann lange Jahre nicht bezahlt. Also wir haben dann einen sehr intensiven Briefwechsel zwischen eben Peinacker heißt er und der Stadt Lübeck, wo er immer wieder sein Geld fordert. Und 1628 gibt es dann ein Dekret quasi des Rates der Stadt Lübeck an die Schiffergesellschaft, die Schiffer anzuregen, dass sie der Gefangenen vorstellen, damit der gute Mann ehrlich bezahlt werde. Aber auch dann ist es noch nicht geschehen, es hat noch weitere 5 Jahre gedauert. Wir sehen also, das Strukturproblem ist dramatisch. Wenn man diesen Geldfonds nicht hat und diese Leute doch freikaufen lässt, dann entsteht ein Hiat, der irgendwo überbrückt werden muss. 1627 hat man dann in Lübeck also auch eine Sklavenkasse gegründet, genannt zunächst Sklavenkasten, eben direkt nach dem Vorbild Hamburgs. Hier ist also die erste Ordnung, auch nur eine Seite, relativ kurz. Und was für uns wichtig ist, habe ich hier rot markiert, dass also nur die Mannschaften belastet werden. Nur der Kapitän und die Seeleute. Es gibt keine Lastabgabe, keine Tonnageabgabe wie in Hamburg. Wenn Sie so wollen, sozial ungerechter. Es ist eine reine Arbeitnehmerbelastung und keine Arbeitgeberbelastung. Und genau das ist auch sofort ein Strukturproblem dieser Sklavenkasse geworden. Sie hat auch damit nicht genügend Geld eingenommen. Es gibt dann also auch vom Superintendent in Lübeck einen sehr empörten Aufruf, eine sehr empörte Predigt, die sagt, es kann doch nicht sein, dass wir diesen Sklavenkasten haben, zu wenig freikaufen und dann sagt, wir müssen eine Reform machen, damit es eben auch wirklich, dass also wirklich Hilfe möchte geschaffen werden. Und 1629 stimmt, kommt es also dann auch zur Reform dieser Sklavenkasse, sodass auch hier dann eine Tonnageabgabe eingeführt wird. Die wird im Falle Lübecks dann gestaffelt nach eben 3 Zonen. Zone 1 wird eben auch belastet, Zone 2 höhere Belastung und Zone 3 eben die höchste Belastung. Und damit hat Lübeck dann langsam genügend Geldmittel in die Hand bekommen, um die Lübecker aus Nordafrika freizukaufen. Das kann man dann im Falle Lübecks recht gut nachvollziehen. Und die Sklavenkasse war auch permanent sehr intensiv angestrengt in ihren ersten Jahren. So finden wir in den Quellen, dass sie also 1641 war die Sklavenkasse ganz ausgeleert gewesen, so Schiffer und Volk in der barbarischen Gefangenschaft krepiert, weil man eben nicht mehr genug Geld hatte. Aber sie sind natürlich nicht krepiert, man hat weiterhin Geld eingenommen und hat weiterhin den Freikauf vorgenommen, sodass sobald wir diese Apparate hatten in Hamburg und in Lübeck, in dem Moment konnte man diesen Freikauf auch dann anfangs relativ langsam, aber dann immer schneller doch durchführen. Wenn man so will, man hat sich in dieses Geschäftsfeld begeben und sie ist dort auch Expertise erworben. Es gab auch bizarrerweise 2 Bremer Sklavenkassen, die aber beide de facto keine Sklavenkassen waren. Also in Bremen, ich hatte es bereits gesagt, gab es keinen Mittelmeerhandel und auch fast keinen Spanienhandel bis fast ans Ende des 18. Jahrhunderts. Das haben die Bremer einfach nicht gemacht. Sie haben sich konzentriert auf den England- und den Norwegenhandel und ein bisschen im 18. Jahrhundert auf den Frankreichhandel. Aber wenn dann mal irgendwie als große Ausnahme ein Bremer Schiff in die Gefangenschaft gekapert wurde, dann sah man sehr wohl das Beispiel Hamburgs und Lübecks. Und zum Beispiel, also 1727 ist ein Bremer Schiff gekapert worden. Daraufhin gab es Sammlungen bis 1730. Davon konnte man ein paar Bremer freikaufen. Es ist ein bisschen Geld übrig geblieben. Und dann wurde das 70 Jahre später an das Haus Seefahrt übergeben. Und man hat gesagt, was machen wir jetzt? Und man hat gesagt, okay, wir nennen diese 320 Reichsthaler, nennen wir ab jetzt Sklavenkasse. Das heißt, 20 Jahre später wurde dann auch ein Rechnungsbuch für die eröffnet. Und dieser Fonds ist dann bis 1899 gewachsen auf 13.000. In diesem Falle, also die Währung, die dann galt, Reichsmark. 1899 hat man das dann wieder aufgelöst, dieses Privatkonto, und hat gesagt, okay, das geht jetzt hauptsächlich an den Verein zur Stützung der Seefahrt. Also 1899 noch gab es eine Sklavenkasse in Bremen, die aber eigentlich nichts anderes war als ein Konto, auf dem seit 200 Jahren Zinsen angewachsen waren. Seit nicht ganz 200 Jahren. Und dann gab es noch eine zweite Sklavenkasse, 1799 bis 1838, die quasi auch auf einer Spendensammlung basierte. Es sind kurioser, das ist eigentlich absurd, dass es diese Sachen tatsächlich gab, aber im Grunde zeigt es uns eins, selbst eine Stadt
der Hanse, die keine Schifffahrt nach Südeuropa hatte und damit auch kein Bedürfnis nach einer Sklavenkasse, sah das Modell doch so intensiv in diesen beiden Nachbarstädten der Hanse wirken. Ja? Sind diese Kassen in der napoleonischen Zeit aufgelöst? Ja, diese Kassen haben komplett bestanden. Haben Sie überlegt? Ja, ja. Also das ist, als ob Sie ein Konto bei Ihrer Sparkasse haben, in aller Banalität. Und das ist einfach von Napoleon nicht berührt worden und da ist die Zinsen sind einfach weitergewachsen. Lübeck ist ja im 5. Jahr der Besetzung so ausgeführt. Ach, jetzt reden Sie von Lübeck, okay. Sie machen Reden ja auch. Das Visite Matin, das Visumatenten kommt ja von Visite Matin. Das heißt also, die braven, lübschen, bremischen, hamburgischen Bürgersfrauen sagen ihren Töchtern, aber dass du mir keine Visumatenten machst, nämlich das Zelt zu visitieren, mach mir keine Visumatenten, wenn sie eingeladen worden sind von den Franzosen. Aber 7 Jahre haben ausgereicht, um aus Lübeck eine arme Stadt zu machen. Und erst 70 Jahre später war Lübeck wieder auf dem Stand von 1867. Das ist völlig selbstverständlich richtig. Also in Lübeck hat die Sklavenkasse sehr gelitten unter Napoleon. Ich hatte jetzt Ihre Frage auf die Bremer Sklavenkasse gezogen. Die bleibt unberührt. In Lübeck ist das eine ganz andere Sachlage und in Hamburg auch. Das ist selbstverständlich der Fall. Wohin die Sklavenkassen sehr, wenn so wirkmächtig exportiert wurden, das war also tatsächlich Dänemark. Dänemark hat also 1715 sich eine Sklavenkasse eingerichtet, die zunächst auch nur auf die Mannschaften die Abgaben belegt, also auf einen Bootsmann und Schiff und Steuermann, die aber später dann auch auf die eine Tonnageabgabe hinzubekam. Und die dänische Sklavenkasse hat dann bis 1757 bestanden. Also die dänische Sklavenkasse ist, wenn Sie wollen, eine weitgehend direkte Kopie dessen, was in den Hansestädten geschehen ist. Und sie galt eben tatsächlich für Dänemark, Norwegen und die Herzogtümer Schleswig-Holstein. Sie sehen hier, dass das 1716 datiert wird, aber tatsächlich ist sie seit 1715 in Wirksamkeit getreten. Auf die gehe ich jetzt aber nicht ein. Es soll Ihnen nur so eine Art Panorama bieten, dass also diese Sklavenkassen so einen Modellcharakter hatten, der auch woanders zeitweise imitiert wurde. Damit komme ich zum letzten Punkt, und zwar zur Freikaufszusammenarbeit der Hansestädte als Kern einer niederdeutschen Kollektensolidarität. Der Hansebund des Mittelalters, der ist im 17. Jahrhundert nicht untergegangen, aber er ist in seiner alten Form doch weitgehend verschwunden. Was stattdessen erwuchs, war eine lockere Form einer Konsulatsgemeinschaft. Die findet sich durch dieses Manuskript relativ gut illustriert. Also die hansestädtischen Konsules eben in Antwerpen, Barcelona, Bergen, Genua, Haag, Lissabon, London, Madrid, Paris, San Sebastian und Venedig. Von 1723 die Liste, die allerdings teilweise grob fehlerhaft ist. Also in Venedig haben sie keinen Konsul, die Hansestädte. Dafür wird der Wichtige in Marseille übersehen und in Malaga wird er auch übersehen. Also es ist eine Liste, die teilweise einige Fehler hat, aber das Wesentliche erfasst sie ja dann doch. Es gibt einfach diese weitere Konsulatsgemeinschaft. Die wiederum hat eine besondere Wurzel tatsächlich, eben auch in diesem Problem, diesem gemeinsam empfundenen Problem der Barbaressen, Korsaren und des Gefangenenfreikaufs. Und das findet man schon sehr, sehr früh, dass quasi in der Zeit, in der der Hansebund eine besonders scharfen Krise war, im frühen 17. Jahrhundert, dass da sich Ansatzformen einer Kooperation der beiden Kernstädte der Hanse ergeben, die eben auch in die Zukunft weisen. Hier haben Sie also von 1612 eine Quelle, die kann ich jetzt nicht im Detail vorlesen, in der quasi gesagt wird, Lübeck und Hamburg sollten doch den König in Frankreich direkt ansuchen, damit sie des französischen Königs Konsens kriegen, dass sie den französischen Konsul nutzen können, um den Freikauf aus Nordafrika durchzuführen. Und das ist natürlich, wenn Sie wollen, eine Notwendigkeit der Nutzung des alten Hansischen Bundes und des Namens des Hansebundes, die dessen Bedeutung doch sehr, sehr deutlich macht. Also wenn Hamburg darum bittet, naja, was ist das schon, wenn Bremen oder Lübeck einzeln darum bitten, dann würde der französische König das ganz anders behandeln, als wenn der Hansebund hier darum bittet. Selbst wenn es in der Realität nur Hamburg und Lübeck sind, so steht da doch ein ganz anderer Name, eine ganz andere Tradition, eine ganz andere Bedeutung dahinter. Also beide Städte sind, seit sie mit diesem Problem der Korsaren konfrontiert sind, auch, wenn Sie wollen, den Schild eine Erleichterung der Lösung vor Augen, indem man die Anstrengungen koordiniert. Und das ist dann eben gerade in Form dieser Konsuln ja recht häufig gesehen, die in diesem Freikaufsgeschäft mitgewirkt haben. Aber es geht natürlich noch weiter. Es gibt eine
was ich eben diese niederdeutsche Kollektensolidarität nenne, die relativ stark ausgeprägt ist, also dass man den Verwandten der gefangenen Seeleute erlaubt, überall zu sammeln. Also man geht in irgendeine Stadt und bettelt um die Sammlungserlaubnis. Das wird zwar im ganzen niederdeutschen Raum häufig zugestanden, aber nirgendwo so intensiv wie zwischen den Hansestädten. Zwischen den Hansestädten gibt es eine relativ starke Kooperation, gerade dieses Aspektes des Spendensammelns oder auch der obrigkeitlichen Spende direkt für den Freikauf. Hier haben Sie zum Beispiel eine Antwort von Lübeck an Rostock. Rostock im späten 17. Jahrhundert bittet also um den Freikauf eines seiner Bürger, der auf einem lübeckischen Schiff gefangen genommen wurde, und Lübeck zahlt also 100 Mark lübisch aus der hiesigen Sklavenkasse. Und nicht nur Lübeck zahlt hier, sondern eben auch viele andere. Stralsund zahlt geringere Summen, aber man merkt, dass wenn es um die alten Bundesstädte geht, dass diese tatsächlich hier sehr, sehr intensiv sich eben auch für diesen Freikauf von Leuten aus anderen Bundesstädten bemühen. Das ist ein Phänomen. Also wenn Sie wollen, diese Hansestädte, die ehemaligen auch so eine wie Rostock, die ja mit der Hanse zu der Zeit nichts mehr zu tun hat, sind immer noch in dieser Hinsicht sich eng verbunden. Besonders eng ist, ist diese Verbindung also zwischen Lübeck und Hamburg. Dort ist sie quasi institutionalisiert. Also es gilt fast immer, dass wenn die Lübecker jemanden freikaufen wollen, dass sie Spenden aus Hamburg bekommen und umgekehrt. Wenn die Hamburger jemanden freikaufen wollen, sie Spenden aus Lübeck bekommen. Also hier aus dem Lübecker Freikaufsbuch hat man immer dann quasi, hier sieht die Leute eben aus Hamburg, von Hamburg, das sind also die Matrosen, die auf Hamburger Schiffen gefahren sind, hier auch wieder von Hamburg, und da zahlt man hier 60 Mark und hier 30 Mark. Man zahlt also immer was dazu, und genauso gilt das reziprok. Das ist jetzt aus dem Lübecker Freikaufsprotokoll, und in Hamburg, wo wir sehr viel weniger Akten zur Verfügung haben, aufgrund von einigen starken Archivverlusten des 19. Jahrhunderts, findet man aber immer wieder auch punktuell Hinweise, die uns zeigen, dass das eben auch aus Hamburger Sicht, von der Hamburger Seite aus sehr stark betrieben wurde. Also hier Korrespondenz mit Lübeck wegen Rationierung, also Freikaufs zweier Lübecker Stadtkinder, Klaas Andersen und Rolf Hinrich Lorenzen, die mit dem lübeckischen Schiff der König David genannt von den Algeriern aufgebracht in die Sklaverei geraten sind. Das war also, wenn Sie so wollen, institutionalisiert. Und das war so stark, dass das wurde auch in Gesetzeskommentare übernommen. Also hier haben Sie einen Kommentar von Hermann Langebeck von 1740 zum Hamburger Schiffs- und Seerecht. Und da schreibt also in Paragraph 44, von den Herren in Lübeck kennen Sie Bus, ist den Spezi zu notieren, dass, da Sie Ihrer rühmlichen Gewohnheit nach aus Ihrer Kassa zur Lösung der unsrigen beisteuern, auch den Ihrigen bei uns zur Lösung mit verholfen werde. Das lässt an Klarheit doch wenig zu wünschen übrig. Meine Hypothese am Schluss dieses Vortrags ist, dass das eine Basis legte für etwas, was in die Zukunft reichte, und zwar für eine stärkere Diffusion des Empfindens eines Rechtes auf Freikauf. Dass quasi wir in Norddeutschland diese Kassen zunächst hatten als ein Instrument, um einem punktuellen Problem eine Lösung zu verschaffen, dass das aber durch diese, wenn Sie wollen, Universalisierung des Freikaufes für immer mehr und dieses Ausstrahlen dieses Modells, dass das immer mehr zu der Verbreitung des Gefühls beitrug, ein Protestant hat das Recht auf Freiheit. Er darf, wenn er da unten gefangen genommen ist, mehr oder minder seinen Freikauf einklagen. Das hört sich etwas überraschend an, aber es ist tatsächlich das, was wir in den Akten immer mehr finden. Diese Idee, die Hamburger sind verpflichtet, die Lübecker sind verpflichtet. Das können wir auch in Kommentaren, in gedruckten Kommentaren der Zeit lesen, wo es heißt, die Sklavenkassen wurden eingerichtet als eine Art Verpflichtungsinstanz. Und das finden wir dann auch irgendwann in Hamburger Quellen doch relativ stark oder in hansischen Quellen selbst, wo man dann sagt, hier zum Beispiel in den 1750ern im Zuge von Konflikten mit Dänemark um den Freikauf von dänischen Seeleuten von Hamburger Schiffen, wo man eigentlich sich sehr weigert, dass jetzt die Hamburger hier in die Pflicht genommen würden, aber dann doch in den internen Protokollen sagt, die Billigkeit werde doch für diese unglückliche, die dänischen Seeleute, welche sich gleichwohl zum Besten der Kaufmannschaft gewaget, und es sei ungerecht, dieselbe ihrem traurigen Schicksal so ganz unbekümmert zu überlassen. Senatus halte demnach dafür, dass man statt Seitenursache habe, auf die Lösung nicht allein der Dänen, sondern auch aller in Algier noch vorhandenen Sklaven bedacht zu sein. Das ist also, wenn Sie wollen, Sie sehen hier die Idee im Hintergrund,
Wir sind dem verpflichtet, das Mitleid verpflichtet uns, aber das Mitleid, würde ich sagen, ist eine auch durch die Sklavenkassen erzeugte Kategorie des menschlichen Zusammenlebens in den Hansestädten. Und das Resultat ist dann auch relativ klar im 18. Jahrhundert, die Freikaufsgarantie wird universal. Das sind so Drucke aus Hamburg, bei denen man immer wieder zu Spenden aufruft und dann auch in den Spenden sagt, wie viel haben wir denn schon gelöst? Wir haben bereits über 582 Sklaven gelöst und Sie sehen, das lässt man im Druck absichtlich frei, sodass man quasi tagtäglich aufs Neue drucken kann, wie viel haben wir jetzt freigelöst, wie viel haben wir freigekauft. Irgendwann druckt man tatsächlich alle in Alger Gefangene gewesen, könnten gelöst, sämtlich gelöst werden können, in die Freiheit gesetzt werden können. Daher schließe ich meinen Vortrag so mit der Idee, aus der hanseatischen Kollektensolidarität entstand etwas wie die allgemeine Freikaufsgarantie in Nordeuropa und damit auch, wenn Sie so wollen, so eine Art Prototyp dessen, was man als ein Menschenrecht auf Freiheit bezeichnen könnte. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.